Ich habe angefangen, da war ich 3. So ganz normal, wie man eben andere Sachen auch lernt. Ich weiß gar nicht, wann ich Fahrradfahren gelernt habe. Wahrscheinlich auch so um den Dreh, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich eben auch Klavier spielen gelernt. Ich habe mit 5 meinen ersten Wettbewerb gespielt und seitdem eigentlich jedes Jahr. Jugendmusiziert, weiß gar nicht, wie oft ich das gespielt habe. Oder andere Klavierwettbewerbe. Meine Schwestern auch. Wir sind dann immer als ganze Familie zu den Wettbewerben gefahren. Andere fahren ans Meer und wir sind zu den Wettbewerben gefahren. Ja, also Klavierspielen ist für mich ganz was ganz Normales, so wie, keine Ahnung, Nutella-Brötchen essen oder lesen, Buch lesen. Ich liebe es zu üben. Ich meine, andere müssen sich zum Üben quälen. Manchmal bin ich sehr müde und dann gehe ich zum Üben und danach bin ich viel fitter als vorher. Also das Üben gibt mir viel. Ich denke über Sachen nach oder dass man so konzentriert ist. Ich komme eigentlich fast jedes Mal in eine Art von Flow. Und mir wird jedes Mal bewusst, vielleicht nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal, irgendeine wunderschöne Passage. Irgendwas wunderschönes. Das ist einfach so gegensätzlich von dem, was man manchmal in der Welt hat. Also in der Realität hat, was man in den Nachrichten hört, was man auf der Straße sieht, was man im Zug mitbekommt. Ich weiß nicht, das stresst mich manchmal einfach. Und wenn man da jetzt irgendwie, jetzt mit der Orgel zum Beispiel, sitze ich im Dunkeln in der Kirche, so abends um 11, kein Mensch ist mehr da. Ehrlich gesagt, ich genieße das. Ja. Ich bin dann da alleine mit mir und der Orgel oder mit mir und dem Flügel, je nachdem. Es ist super schön, sehr schön. Ich übe wirklich gern. Also ich komponiere auch selber, ich improvisiere auch gern. Das ist für mich nochmal eine andere Richtung. Klar, die Klassik, was da vielleicht manchmal ein bisschen schade ist, ist dieser Drang, absolut perfekt oder vollkommen oder fehlerlos. Manche sind ja geradezu allergisch gegen Fehler. Beim Improvisieren gibt es das so nicht. Wenn ich komponiere, gibt es dieses Fehlerproblem nicht. Es sind meine Klänge und es sind meine Töne und ich gehe da halt drin auf. Klar gibt es vielleicht manchmal einen Ton, wo ich mir denke, der passt jetzt nicht rein. Aber es ist anders einfach. Da habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Maler und ich habe Farben und ich verwende sie. Ich mache meine Augen zu, ich stelle mir was vor. Und dann versuche ich das in die Tasten zu bekommen. Für mich ist die Kunst wichtig, zu berühren, Menschen zu berühren, mich zu berühren, die Luft um mich herum zu berühren. Und ich finde, es bewirkt immer irgendwas. Also meine Stärke ist, dass ich dann zum Beispiel in Momenten, wo es drauf ankommt, im Konzert, da interessiert es die Leute jetzt nicht, ob ich viel geübt habe oder nicht, die wollen ein super tolles Ergebnis hören, da kommt es nur auf das Ergebnis an. Wenn ich da zum Beispiel frische Gefühle reintun kann, dann, das ist meine Stärke. Weil ich finde, wenn man nur perfektionistisch ist, dann kann es manchmal sehr langweilig sein. Ich war schon in klassischen Konzerten, die wirklich langweilig sind, was sie gar nicht müssten. Wenn man da frisches Gefühl reinbringt oder Sehnsucht, das spüren die Leute, das kommt einfach an. Und ich glaube, gerade für so normale Leute, die auch berührt werden wollen, die das brauchen, ja, ist es lebensnotwendig, um auch klassische Musik lebendig zu halten, finde ich.